Buongiorno und willkommen bei Jovo TV. Zum ersten Mal dieses Jahr und deswegen auch frohes Neues. Heute haben wir uns entschieden, euch super schöne zwei Weine aus dem Abruzzen vorzustellen. Für alle, die es nicht wissen, Abruzzen ist die Region auf der anderen Seite von Lazio. Lazio ist, wo Rom sich befindet. Die Region an sich ist sehr besonders, weil sie Gebirge hat. Also es sind sehr hohe Berge und gleichzeitig das Meer. Das ist das Besondere und die genießen ein Bioklima, das somit auch einzigartig ist. Es ist tagsüber sehr warm und abends gibt es Ströme, die halt die Temperatur sehr niedrig halten und deshalb die Weine auch sehr frisch sind. Maramiero, die Kellerei Maramiero, also Familienbetrieb, machen Wein schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts, haben sich in den 90er etabliert als Qualitätsproduktion. Ja. Abruzzen ist bekannt für Cerasuolo, Rosé und Montepulciano d'Abruzzo, das im Umgangssprache, sage ich mal, für den Zechwein auf gut Deutsch gesagt, bekannt ist. Aber Maramiero hat von Anfang an auf Qualität gesetzt und sich auch somit etabliert. Wir stellen euch heute zwei Montepulcianos vor. Einmal Inferi, das ist der hier, und einmal Incanto. Beim Incanto handelt es sich um ein Montepulciano, wo die Rebsorten praktisch lange in der Verfeinerung gären und somit auch alles mitnehmen, was die Traube zu bieten hat. Macht keine Fassverfeinerung, also nur Edelstahl und lange in der Flasche insgesamt. In dem Fall ist es ein 2017er, also es dauert 2 Jahre, bis der auf den Markt kommt. Ja, das Besondere an dem Wein ist tatsächlich die Frische. Ja. Man erwartet bei Montepulciano oft, ich sag mal, rosinartigen Geschmack. Das ist bei dem natürlich auch da, weil das ist eine Charakteristik der Rebsorte. Es überwiegt nicht den Geschmack. In der Nase haben wir starke Waldbeernoten. Ja. Rubinrot im Glas. Super komplex. Er ist echt. Die Tannine sind knackig, also super Wein. Ich empfehle ihn zum Beispiel, wenn man Bolognese hat, also Pasta. Ist wirklich das Idealste zu diesem Wein. Beim Inferi sind wir natürlich von der Klassifizierung ein bisschen höher. Wir reden hier über eine Riserva. Dieser Wein ist mindestens 12 Monate im Eichenfass, im neuen Eichenfass, kriegt dementsprechend eine andere Reife rein. Ja, weil man muss sich das so vorstellen, wenn ein Wein im Fass lagert, kriegt er nicht nur diese Geschmacksnuancen, sondern reift ganz anders. Er ist mit Sauerstoff in Verbindung und aus diesem Grund entwickelt sich der Wein einfach schneller und kriegt halt vom Holz einiges mit. In der Nase natürlich diese Vanillenoten vom Eichefass, das macht dann schon einen Unterschied. Eine Geschmacksexplosion. Ja. Der Wein ist super elegant, trotz dem Power. Ja, das ist schon was sehr Besonderes, was ich vorhin erwähnt habe mit den bioklimatischen Verhältnissen. Das macht den Wein wirklich besonders. Ja, wir haben sehr viel Frucht, aber auch, also der Wein, der trägt diese Frucht auch sehr gut. Ne? Zu diesem Wein würde ich empfehlen, tatsächlich gegrilltes zu essen. Vor allem Rind, Wildfleisch, Gulasch. Oft werde ich gefragt, wie lange ist denn so ein Wein haltbar? Beim Incanto würde ich empfehlen, ihn innerhalb der nächsten 5 Jahren zu konsumieren. Beim Inferi dagegen sage ich, erst ab 5 Jahre ist er so weit, dass er wirklich die maximale Expressionskraft erreicht hat. Frage? Du. Also du hast jetzt gerade hier so zwei sehr schöne Weine vorgestellt. Ich frage mal direkt dich, welchen Wein würdest du bei dir im Kühlschrank auf jeden Fall aufbewahren oder bei dir zu Hause haben wollen? Oder hast du den vielleicht auch schon bei dir? Gibt es da zwischen den beiden einen Favorit für dich, wo du sagst, der ist es und warum ist es der? Es ist so, ich als Weintrinker sage nicht, ich denke nicht in Schwarz und Weiß. Ich sage jetzt nicht, den musst du unbedingt haben, weil das ist der bessere oder wie auch immer.
Ich habe zu jedem Speise oder zu jeder Stimmung trinke ich einen Wein. Ja? Wie ich vorhin gesagt habe, der Qualitätsunterschied ist eigentlich, also beziehungsweise umgekehrt, dass der im Eichenfass verfeinert wird, ist jetzt kein unbedingtes Qualitätsmerkmal. Es ist nur ein Unterschied in der Produktion. Ja? Es gibt viele Menschen, die bevorzugen diesen Wein, weil er halt viel frischer ist und ich sag mal einfacher zu trinken. Wenn wir jetzt zu Hause Pizza bestellen, dann trinke ich diesen Wein. Ja? Wenn ich meine Best Friends zum Grillen einlade, ist klar, dann trinke ich den Wein. Also es ist schwierig zu sagen, welchen würdest du zu Hause kaufen oder trinken. Ja? Ich habe sie beide. So, ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Kaufentscheidung ein Stück weit helfen. Und für das nächste Mal habe ich eine kleine Überraschung für euch. Und schreibt doch mal in den Kommentaren, wenn euch irgendein Wein interessiert, den wir hier für euch verkosten sollen oder eventuell den Winzer einladen sogar. Ja? Ich wünsche euch nochmal ein schönes Jahr und bis bald. Salute!